So, hallo und willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal etwas ausprobieren. Und zwar habe ich eine Taschenlampe, die ich relativ häufig benutze. Die funktioniert auch sehr gut, wie ihr seht. Mich stört aber an dieser Taschenlampe, dass ich ständig erstmal Batterien laden muss. Okay, das ist so an Taschenlampen. Und dass ich hier drei von diesen AAA-Batterien drin habe, die dann auch, wie man hier sieht, ab und zu mal auslaufen. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Ich werde es nochmal rausnehmen, aber ich nehme es mal kurz raus. Man sieht hier, die auch mal wieder auslaufen. Und irgendwie hatte ich schon länger mal die Überlegung, ob ich nicht einen von meinen vielen Lithium-Ionen-Akkus hier einbauen kann. Von der Spannung her, ich habe hier 3x 1,5 Volt, also 4,5 Volt in Reihe geschalten. Von daher sollte das hier mit 3,7 bis 4,2 Volt eigentlich auch funktionieren mit diesen Batterien. Und ihr habt es in meinen anderen Videos gesehen, ich habe ja schon öfter Fahrradakkus, alte Staubsaugerroboter-Akkus oder Mähroboter-Akkus zerlegt und diese 18650er Lithium-Ionen-Zellen geerntet, recycelt, ausgebaut, die man dann was für anderes verwenden kann. Wie gesagt, ich habe sehr viele von denen und eigentlich, wenn ich die hier einbaue, rein vom Formfaktor passt es. Rein von der Spannung passt es und von der Funktion auch. Ihr seht es, es funktioniert. Ist auch sehr hell, das heißt, der Akku ist relativ voll. Ich weiß gar nicht, ich habe nichts gemessen. Werden wir eigentlich fertig? Perfekt von Alkaline-Akkus auf Lithium-Ionen-Akku abgegradet. Oder? Nee, eben nicht. Dachte ich auch ganz kurz, aber das Problem ist ja, diese Lithium-Ionen-Zellen, die ich hier habe, die haben ja keine Protection, wie man so schon sagt. Das heißt, man darf diese Lithium-Ionen-Akkus nicht tiefentladen. Wenn die Spannung zu tief fällt, gelten sie als tiefentladen. Dann haben wir das Problem, dass sich innerhalb dieser gewickelten Zellen die Chemie auflöst. Das heißt, es bilden sich Dendriten. Das sind so, ihr müsst euch vorstellen, wie kleine Bäumchen, die dann anfangen zu wachsen und die dann die Schichten durchstoßen können. Mal ganz, ganz, ganz vereinfacht erklärt. Das heißt, wenn diese Zellen mal tiefentladen sind, könnt ihr sie eigentlich wegschmeißen. Aber wenn ihr sie dann wieder ladet, kann es passieren, dass der Innenwiderstand so hoch ist, beziehungsweise der Kurzschluss innen drin so hoch ist, dass sie heiß werden und im Worst Case abbrennen beim Laden. Das heißt, Lithium-Ionen-Zellen sind eben gut, lassen sich leicht handeln, aber man muss halt auch ein bisschen aufpassen. Okay, was ist jetzt das Problem? Packe ich die hier rein, habe ich keine Spannungskontrolle. Ihr habt es gesehen, vielleicht bei meinen Powerbank-Videos, man hat hier immer ein Ladeboard und diese Ladeboards haben die Aufgabe, einerseits beim Laden die Spannung bis 4,2 Volt hochzufahren und dann das Laden zu beenden. Aber sie schützen auch die Batterie vor Tiefentladen. Das heißt, wenn meine Spannung zu tief wird, also wenn die Zelle unter 2,4 Volt, 2,5 Volt, da scheiden sich ein bisschen die Geister, entladen wird, gilt sie als tiefentladen und sollte entsorgt werden, weil man eben nie weiß, was mit der Chemie im Inneren passiert ist. Deswegen brauchen wir eine Protection. Wie sehen diese Protections aus? Hatte ich gerade schon kurz erwähnt hier. Man hat hier zum Beispiel hier ein Ladeboard. Da sind verschiedene Chips drauf, die die Spannung messen, die dann auch eben die Batterie im Range von 4,2 bis, sag ich mal, 2,4 Volt halten und dann eben abschalten, eben nahe abschalten. Das Ding ist aber ein bisschen zu groß, um es hier reinzupacken. Deshalb habe ich aus anderen Akkus, die ich recycelt habe bzw. ausgebaut habe irgendwo, die Ladeboards extrahiert. Die sind sehr klein an dieser Stelle und das Ding möchte ich jetzt mit dem Ding verbinden. Das heißt, wir haben hier einmal die Batteriekontakte. Das sind die silbernen Fähnchen, die ihr seht. Das muss irgendwie hier ran. Plus- und Minuspol. Und die beiden Drähte, das ist dann der Ausgang. Das muss dann aber, da ich sie in die Batterie einbauen will, auch hier oben hin. Das heißt, ich muss einmal von hier aufs Ladeboard, dann das hier oben isolieren und dann wieder hier oben einen Kontakt anbringen, dass ich es in die Batterie einbringen kann. Und das jeweils oben und unten. Mal sehen, ob das funktioniert. Mal sehen, ob das sich danach auch laden lässt, ob es abbrennt, ob es funktioniert und ob die Spannung auch sich in diesem Range bewegt, den ich mir vorstelle. Ihr habt das ein bisschen durchdacht. Ich hoffe, ich habe keine Gedankenfehler. Falls doch, falls das total blöd ist, was ich mache, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Aber ansonsten würde ich das jetzt einfach mal testen. Ich habe auch so Schrumpfschläuche, die ich immer wieder nutze. Die lassen sich hier drüber ziehen. Das ist nichts anderes wie die Schrumpfschläuche, die ich sonst verwende. Die kann man auch heiß machen und hat dann so eine Isolierung. Deswegen werde ich da vielleicht einen oder zwei noch außen rum packen, dass ich auf jeden Fall auch eine Trennung zwischen den Polen habe. Ich meine, ich habe hier in meiner Taschenlampe mehr als genug Platz.
Von daher bin ich in der Dicke nicht limitiert. Auch wenn ich hier mein Ladeboard oben drauf habe, bin ich nicht limitiert. Also ich bringe das hier locker rein. Genau, das testen wir jetzt mal. Das heißt, ich werde jetzt mal hier die alten Drähte abnehmen, die wir hier dran haben. Dann diese Lötfahnen ein bisschen verlängern. Mit meinem Batterieschweißgerät hier und hier zwei neue Fahnen anbringe, die in die Mitte hier rein verbinden, dass ich das hier schon mal drauf habe. Und dann die zweite Schicht aufbauen. Mal schauen, ob ich es laden kann mit meinem Batterielader und ob ich es dann auch in der Taschenlampe zum Laufen bekomme, inklusive diesem Ladeboard. Mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und würde sagen, legen wir einfach mal los. Okay, so sieht es jetzt aus. Ich habe jetzt einfach, wie erwähnt, die Batteriekontakte verlängert mit meinem Nickelband und nochmal zwei Drähte angelötet. Und das Ganze kommt jetzt hier an die Batterie. Hier auf diese Art. Ich werde vorher nochmal ein bisschen Karton außenrum packen. Isolierung schadet nie. Und dann werde ich mit meinem Batterieschweißgerät hier diese beiden Kontakte, die ich habe, hier oben und unten anpunkten. Dann habe ich schon mal einen Kontakt hier und dann muss ich das hier isolieren und dann mal gucken, wie ich dann hier noch einen Kontakt für die Taschenlampe und das Ladeboard hier dran bringe. Das machen wir jetzt mal als nächstes. Okay, ihr seht, ich habe jetzt einmal mit meinem Punktschweißgerät hier das Nickelband, einmal hier am Plus- und einmal hier am Minuspol festgeschweißt. Man sieht es auch hoffentlich ein bisschen. Jetzt haben wir hier die Verbindung zum Ladeboard. Von hier nach hier, jetzt können wir mal messen, von hier nach hier sollten wir jetzt eine Spannung messen können, von an den Drähten meine ich natürlich, bevor wir weitermachen. Einmal auf Gleichspannung. Dann sollten wir im besten Fall ja sowas um die, keine Ahnung, 3,4 Volt messen können. Wir schauen nach. Wir haben 3,6 Volt. Okay, also das Ladeboard an sich funktioniert schon mal. Es gibt die Spannung der Batterie durch. Das Laden sollte dann normalerweise auch funktionieren. Das bauen wir jetzt einfach mal. So, jetzt müssen wir das hier noch zum Pluspol verlängern, das hier komplett isolieren, dass wir hier eine Trennung haben, weil wir müssen ja hier reingehen und wir dürfen ja nicht den direkten Pol der Batterie mit der Taschenlampe verbinden. Wir müssen ja immer über das Ladeboard gehen. Das heißt, ich werde jetzt mal hier versuchen, den Schrumpfschlauch aufzuschrumpfen, hier ein bisschen Isolierung vorher noch reinzuwickeln, das dann aufzuschrumpfen von links und von rechts, dass wir dann auch hier genug Isolierung haben. Okay, das machen wir jetzt mal.
Okay, das ist dann doch ein bisschen hässlicher geworden, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Ich dachte eigentlich, ich ziehe dann links und rechts und diesen schwarzen Überzug über die Kabel oben drüber und habe dann einen sauberen Abschluss hier und hier. Jo, aber ich hatte dann, wurde dann so dick an der Stelle mit den Kabeln, dass eben der Schrumpfschluss nicht mehr sauber drüber gepasst hatte. Deswegen musste ich hier ein bisschen improvisieren. Aber es geht ja nicht um schön, sondern funktional. Von daher würde ich es jetzt mal als kleinen Zombie-Akku bezeichnen. Aber wir gucken mal. So. Nochmal ein Test. Eigentlich hat sich nichts verändert. Wenn ich jetzt halt an die Pole gehe, hier links und rechts, sollte ich weiterhin die 3,6 Volt sehen. Genau, 3,654. Okay, das heißt, die 3,6 Volt werden ausgegeben. Jetzt würde ich mal gucken, ob ich ihn laden kann, bevor wir schauen, ob er auch leuchten kann. Das heißt, wir brauchen mal ein Ladegerät, ein Batterieladegerät. So, eingesteckt. Ihr seht, man sieht erstmal noch nichts. Ich nehme jetzt mal eine andere Zelle, um euch zu zeigen, wie es funktioniert. Steckt die hier rein. Sie wird erkannt, 4 Volt und Charge. Das heißt, jetzt geht's los, 4,1 Volt und so weiter. So, also bei der weiß ich ja, dass sie funktioniert. Jetzt sehen wir mal, ob das hier auch funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Legen unseren kleinen Zombie hier mal rein. Und ihr seht, 3,6 Volt, das, was wir hier gemessen hatten. Charge. Und los geht's. 3,64, 3,65, 3,67 und so weiter. Das heißt, der Strom wird durch unser Ladeboard durch in die Batterie gebracht und die Batterie wird geladen. Wir können das jetzt mal ganz kurz laden lassen. Und dann testen wir es mal weiter in der Taschenlampe. Okay, ich denke, zum Testen sollte das erstmal reichen. Ich habe es jetzt 10 Minuten laden lassen, habe 183 mAh reingeladen. Die Spannung liegt jetzt bei 370 Volt und ihr seht, es wird weiterhin geladen. Der Innenwiderstand der Batterie, 23 Milliohm, eigentlich passt auch. Von daher, die Batterie wird auch nicht heiß oder sonst irgendwas. Sollte also passen. Dann kommen wir mal zum wichtigen Test. So, Batterie. Wir schauen mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Pluspol nach unten und Minuspol nach oben. So, jetzt wird spannend. Zugeschraubt ist es. Ein bisschen Platz für die Demonstration. Und wir schalten sie an. Ha. Und sie funktioniert. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt aus einer normalen Lithium-Ionen-Batterie eine Batterie mit Battery Management System, also einen Batterieschutz gemacht und können sie jetzt auch hier in der Taschenlampe verwenden. Wir können sie extern laden über mein Ladegerät und können sie bedenkenlos anlassen. Sobald die Spannung zu niedrig wird, schaltet das Battery Management System aus und die Batterie wird vor nativen Entladungen geschützt. Sehr schön in diesem Sinne. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr lasst mir gerne einen Daumen da, lasst mir gerne ein Abo da. Ich freue mich über jeden Kommentar. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das, was ich hier gebaut habe, schlau ist oder eher doof und ich irgendwas verpasst habe oder nicht bedacht habe. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, ciao.